Die Märkte tun sich schwer. Lieber Trader, es hat sich einiges getan in dieser Woche, denn ich bin ja nach wie vor immer davon ausgegangen, dass die Märkte doch nach oben wollen. Ja, sie quälen sich. Die Frage ist, schaffen die Märkte es tatsächlich doch noch den Ausbau nach oben hinzubekommen oder wird kurz vorm Ziel nochmal abgedreht? Das ist die Frage, nach der wir jetzt nach einer Antwort suchen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da und freue mich zum letzten Mal, Sie heute aus Buenos Aires begrüßen zu können. Ich habe Ihnen hier extra noch ein Foto mitgebracht vom Puerto Maduro, ein Touristen-Hotspot. Das sind die Luxushotels, das sind viele schöne Restaurants und natürlich ist da auch viel, viel, viel Tourismus, klarer Fall. Aber wie Sie sehen, lohnt sich auch natürlich. Die Sonne scheint, es ist ein Herbst, wie man ihn sich wünscht. Es regnet wenig, selten eher. Ich habe es nicht so viel erlebt. Es ist so einigermaßen kalt mit 10 Grad, aber die Sonne scheint und es gibt keinen Wind. Als Hamburger kann ich sagen, das ist mal was anderes. Ja? Und von daher will ich einfach das Bild mit Ihnen teilen und damit gehen wir direkt auch in die Zahlen rein und schauen uns mal an, was es in den letzten Tagen, aber auch in den kommenden Tagen gibt, gab oder auch gibt. Und da schauen wir noch zurück in die vergangene Woche. Und wir sehen im Endeffekt, der wichtigste Punkt hier für uns war im Endeffekt am Mittwoch Verbraucherpreisindex, also die Inflationszahlen aus den USA, die im Endeffekt leicht unter den Erwartungen waren, ja, von 5,0 auf 4,9. Okay, ist jetzt nicht der Riesenschritt, aber immerhin deutlich unter dem Leitzins. Das müssen wir einfach mal so festhalten und damit, wie gesagt, steht ja immer wieder die Frage im Raum, ist eine weitere Erhöhung der Leitzinsen gerechtfertigt seitens der Fed? Kommt es zum Stillstand oder gar sogar zur Senkung? Wie geht es mit Quantitative Easing oder Tightening vielmehr? Ja, wie geht es da weiter? Kann man da was erwarten? Und in dem Moment, und da bin ich mir ziemlich sicher, Sie wahrscheinlich auch, in dem Moment, wo die Fed einfach den Rückwärtsgang einlegt, dann können wir uns einfach nur noch anschnallen, dann werden die Preise an den Börsen nach oben schnellen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, warum man momentan eher abwartend ist und natürlich immer so ein bisschen, man will noch nicht die Gewinne mitnehmen, aber so richtig positionieren will man sie vielleicht auch noch nicht. Und dementsprechend geht es ein bisschen hin und her, ohne dass jetzt hier wirklich Butter bei die Fische kommt, ja, wie der Hamburger sagt. Und dementsprechend sehen wir das eben auch in den Charts, aber das gehen wir gleich mal im Detail an. Ja, und ansonsten, wir sehen auch die Arbeitslosenzahlen in den USA. Das hat sich nicht gravierend verändert. Ein bisschen ist es schon nach oben gegangen mit den Erstanträgen der Arbeitslosenhilfe, aber auch jetzt letztendlich nicht so, dass man jetzt hier gleich Rezession rufen sollte. Von daher geht es hier so in einem mehr oder weniger gewohnten Gang weiter. Die nächste Folie wird interessant, denn wer Fast and Forest gesehen hat, der hat ja schon gemerkt und gesehen, dass ich mich über die Konjunkturerwartung so ein bisschen echauffiert habe. Ja, ZDW Konjunkturerwartung, die dann am Dienstag auf uns warten. Hier war die Prognose. Als ich das am Mittwochabend hier abend meiner Zeit auch aufgenommen habe, war hier die Prognose, die veröffentlichte noch bei 15,3. Und jetzt habe ich gerade eben Freitag, mein Abend, also so rund 19.30 Uhr hier in Buenos Aires, also eine Stunde vor den US-Zeiten, Eastern Time bin ich. Und jetzt schauen Sie sich mal die Zahl an, 15,3 am Mittwochabend. Und jetzt habe ich eben den Screenshot gemacht für Sie. Und jetzt liegen wir bei den Konjunkturerwartungen am Dienstag bei minus 5,5. Jetzt kann ja man natürlich sagen, hey, die haben mal meine Spitzenbemerkung gehört. Oder sie haben einfach die Zahlen drin gelassen. Keine Ahnung, ist auch letztendlich zweitrangig. Es zeigt aber einfach nur, dass es eben doch nicht so rosig aussieht, wie man uns das fähigt. Dass man so ein bisschen vorspielt oder vorsagt auch und dass das ein weiterer Grund sein kann, wo natürlich die Märkte momentan erstmal verhalten sind, allen voran. Natürlich auch der DAX, obwohl er kurz vorm Allzeithoch steht, ja irgendwie doch nicht so richtig den Sprung machen will. Und wenn wir uns eben überlegen, dass man kurz die Konjunkturerwartungsprognose um 20, sagen wir mal, Punkte nach unten korrigiert wurde, dann in den negativen Bereich, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn der Markt dementsprechend auch sich scheut, große Sprünge zu machen. Also das wollte ich mal mit Ihnen teilen, weil ich das durchaus beachtenswert fand. Und ansonsten ist es am Mittwoch nochmal spannend, Eurozone Verbraucherpreisindex, was macht die Inflation? Natürlich können wir auch mal davon ausgehen, es wird jetzt nicht gravierende Bewege nach unten oder nach oben geben. Ich glaube, das können wir uns ziemlich sicher ins Buch schreiben. Auf der anderen Seite, wenn es da natürlich wirklich Überraschungen gibt,
dann darf das sich sicherlich auch in Preisen zeigen, das heißt in den Indizes und natürlich auch in den Einzelwerten. Aber ich gehe einfach davon aus, dass es dabei bleibt. Das mag 6,9, 6,8, vielleicht 6,7 sein, 7,1, 7,2. Aber so im Großen und Ganzen gehe ich davon aus, dass wir uns dahin bewegen. Was natürlich auch bedeutet, dass der Euro-Leitzins von der EZB natürlich weit entfernt ist von der Inflationsrate, und zwar nach unten. Und das genau das Gegenteil von dem ist, was wir in den USA sehen. Das darf man sich natürlich selber fragen. Ja, wo ist denn eigentlich der Vorteil? Ne? Wer hat eigentlich wirklich den Vorteil? Ist es ein Vorteil, wenn die Inflationsrate unter dem Leitzins liegt? Oder ist es ein Vorteil, wenn der Leitzins unter der Inflationsrate liegt? Tja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie verschuldet sie sind und wie viel Bargeld sie besitzen, ne, dass sie diese Frage unterschiedlich beantworten. Aber das ist sicherlich mal interessant zu beobachten, inwieweit es dann hier mal so eine Annäherung gibt, die mit Sicherheit nicht lange auf sich warten lässt, weil am Ende alles gleicht sich irgendwann mal aus und man kann so eine Ungleichgewichte ja nur kurze Zeit, was auch immer kurz ist, aufrechterhalten. Das ist so meine Idee dazu. Schauen wir auf die anderen Zahlen, nochmal die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Mir geht es davon aus, ich gehe davon aus in den USA, dass es ein bisschen runtergeht. Aber ich glaube, so in dem Bereich bewegt sich das. Und dann haben wir noch ein paar Reden von Powell und Lagarde, nicht nur am Dienstag, sondern auch am Freitag, dann von Powell auch mit, sodass wir da sicherlich mehr Kenntnisse bekommen, was sich die Herrschaften denn so vorstellen in diesem genau genannten Zusammenspiel und Spannungsfeld Zinsen bzw. auch Inflationsrate. Und das ganze Thema Rezession schwebt ja auch so vor uns hin und vor sich hin und über unseren Köpfen. Auch das dürfte sicherlich spannend und interessant sein. Soweit die Zahlen und damit gehen wir direkt in die Charts rein. Wie gehabt, wir starten mit dem FDAX im Wochenchart. Und wir sehen, wie schwer sich der DAX tut. Ich gehe gleich mal hier ein bisschen in die Vergrößerung rein. Ja, es geht hier hin und her. Wir haben im Endeffekt jetzt die vierte, fünfte, vielleicht die sechste Woche in Folge Unentschlossenheit. Ja, das zeigt sich, es wird verkauft, es wird wieder gekauft, aber es wird eben nicht weiter gekauft. Ja, man bewegt sich irgendwie so, naja, nicht ganz auf Anfangskursniveau, also auf Eröffnungskursniveau, aber auch nicht viel weiter darunter oder darüber, sondern es ist irgendwie so, okay, lass mal anfangen. Ja, was machen wir denn jetzt? Wer weiß auch nicht. Ja, so in der Art könnte sich das dann abspielen. Und die Frage ist natürlich auch, wie lange dauert das, bis die eine Seite dann halt aufgibt und sagt, okay, komm, ich bin erstmal raus, ich setze mich mal hin und mach mal. So. Und die Frage ist noch nicht endgültig entschieden. Wir sehen, es ist nach wie vor das Kaufinteresse da. Ja, jeder kleine Dip wird abgefangen. Wir bewegen uns oberhalb dieser kraftvollen Kerze, ne, vom 27. März, also beziehungsweise sind wir mal ganz kurz, ganz klein reingetaucht. Also das bedeutet im Endeffekt, hier ist noch nicht die Luft raus, aber wir sehen eben einfach, hier muss langsam mal das Sauerstoffgerät angelegt werden. Und die Frage ist halt, wo kommt das her? Ja, also wo kommt dann das Ganze her? Ich lasse die Prognose trotzdem drin, weil ich hier noch nicht wirklich das Handtuch werfen will. Ich bin aber wirklich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, wenn der Markt sich nochmal aufrafft, auf das Allzeithoch zu gehen, dann dürfte das so ein letzter Klimmzug sein, bevor das erstmal wieder in sich zusammenfällt. Was auch okay wäre, weil wir uns hier wirklich schon einen ganzen Zeitraum relativ straff nach oben bewegen, jetzt hier die zeitliche Konsolidierung haben, so ein letztes Aufbäumen, bevor dann mal wirklich durchgeatmet wird, ist durchaus auch gesund und sollte dann an der Stelle kein Beinbruch sein, zumindest in dem Fall, wenn das danach wieder weiter nach oben geht. Ja? Also wenn es eben der Segen und die Korrektur und eine Wende wird, was sich dann eben erst rausstellen wird. So, gehen wir mal in den Tageschart, weil es natürlich auch ganz spannend ist, so zu sehen, inwieweit sich denn das so, ja, so aufbaut oder wo wir denn hier aktuell stehen. Und wir sehen hier, das ist ja der heutige Tag, der Freitag, der hier sehr, sehr wenig Volatilität bot, jeder Daytrader, ja, hat hier letzten Endes vielleicht mal hier und da ein paar Punkte sammeln können, aber jeder Trade ist relativ schnell verhungert und das sehen wir eben da dran. Und ja, was sehen wir? Wir sehen so im unteren Bereich vom Bollinger Band eine enge Handelsspanne, enge Volatilität, keine Überraschung. Sehen wir so ein Harami, der kann natürlich nach oben aufgelöst werden. Das wäre der Idealzustand hier auch in dem Szenario. Aber das muss der Markt uns natürlich auch erstmal wirklich beweisen, dass es dann auch ernst meint. Also hier ist noch nicht alle Hoffnung verloren, aber es muss jetzt langsam auch mal was passieren, weil ich mir sonst eben einfach vorstellen kann, dass die Käufer erstmal den Mut verlieren, sich auf die sichere Seite stellen und dementsprechend ihre Stücke abgeben, was dann erstmal zu einer
ja, definitiv tieferen Bewegung führt und vielleicht auch nicht unbedingt ganz so glimpflich abgeht. Bedeutet also, wenn wir es hier nicht nach oben schaffen, dass wir uns dann hier so in diesem Bereich von 15.600, was haben wir da, 650 bewegen, vielleicht sogar noch einen Ticken drunter, na, nehme ich mal hier diesen Bereich, 15.450, ja, dass dann eben einfach die Käufer den Mut verlieren und sagen, okay, dann fangen wir halt von unten nochmal an mit frischem Mut und dann kriegen wir eben fürs Geld ein paar Stücke mehr. Ist ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm und ganz so verkehrt. Also wie auch immer wir das drehen, ich bin mittlerweile verhalten. Ja, es mag nochmal das Aufbäumen nach oben geben, aber in beiden Fällen sehe ich erstmal einen Rückzug an, weil einfach hier die Luft und die Spannung auch raus ist und wahrscheinlich erstmal abgewartet wird, wie es jetzt weitergeht bei den Zinsen, bei den Inflationszahlen und vielleicht auch bei dem ganzen Thema der Rezession. Tja, und was den Börsianern sonst noch über die Leber läuft. Damit gehen wir in den SMI. Und der SMI im Wochenchart sieht nach wie vor besser aus als der DAX, auch wenn der SMI natürlich noch nicht so weit gelaufen ist. Geht auch immer ein bisschen größer. Wir sehen, hier kommt zumindest mal so ein bisschen Bewegung rein. Es geht immer noch ein bisschen höher, auch wenn es nicht wirklich kraftvoll ist. Ich glaube, das ist relativ deutlich. Ja, wir haben hier so ein Doji Spinning Top Hybriden und der zeigt uns im Endeffekt, es geht rauf, es geht runter oder es geht runter, es geht rauf, aber am Ende ist nicht wirklich viel geschehen. Ja, es wurde ein bisschen gehandelt hin und her, aber am Ende hat man das für diese Woche im Endeffekt ja ausgelassen, kann man einen Haken dran machen. Und wir können auch hier mal in den Tagesstart reingehen. Da sehen wir eben einfach, dass wir heute schon noch mit dem Gap eröffnet haben. Ja, das ist ja die Kasse. Und dann aber im oberen Bereich im Endeffekt schon wieder die Stimmung dahin war, die Kauflaune auch und dementsprechend der Markt auch schon wieder nachgegeben hat. Das heißt, hier wurden vielleicht Gewinne mitgenommen oder erste Positionen aufgelöst. Was auch immer das war, lässt sich dann nicht so sagen. Vielleicht sind auch schon Shortseller reingekommen, einfach weil sie sehen, hier ist so langsam die Luft raus. Dementsprechend, ich lasse auch hier die Prognose, die positive Idee noch drin. Ja, weil auch hier durchaus noch möglich ist, dass wir die 11.800 roundabout erreichen. Aber danach ist aus meiner Sicht auch im SMI erstmal die Luft raus und eine kräftigere Korrektur bis in den Bereich von 11.430, 20, 40, 50. So in dem Bereich könnte sich durchaus einstellen und auch da wäre es eher gesund. Ja, da kann man vielleicht nochmal diese Trendlinie testen, die wir hier haben. Ja, so auch da in diesen Bereich reingehen. Und das ist dann durchaus statthaft und sollte kein Baumbeinbruch sein. Von daher durchaus interessant, sich dann vielleicht zu positionieren, mit etwas mehr Anteilen fürs gleiche Geld auf einen weiteren Anstieg zu setzen. Ja, was macht der Nikkei? Der Nikkei hält sich mal wieder an die Idee. Der Nikkei zeigt sich ziemlich zuversichtlich. Ja, wir sehen es, nehmen den mal ein bisschen zur Seite. Und wir sehen im Endeffekt hier, das ist ja die aktuelle, also hier wird schon ein bisschen extrapoliert, also das ist ja die vergangene Woche, die wir hier haben, relativ volatil tatsächlich, mit dem Durchbruch über den Widerstand bei 29.200, 29.300. Und hier wird es im Endeffekt, ja, hier wurde hin und her verhandelt. Und hier kann man auch sagen, es könnte auch so ein Fehlerbruch schon nach unten gewesen sein, ja, wo die ersten Verkäufer sich positioniert haben, nur um zu sehen, dass sie ausgestoppt werden, wie das eben dann mal so ist. Und wir sehen aber auch hier, dass wir am oberen Bollinger Band sehr, sehr schön kleben förmlich und jede Korrektur nicht wirklich lange lebt und dementsprechend ne, sowas, was ich zum Beispiel immer als Gegenbewegungsstrategie mit dem Expander handel, funktioniert hier an der Stelle natürlich nicht. Ja, klar, ersichtlich. Dementsprechend muss man natürlich auch schon wissen, wo man sich bewegt, wenn man tradet. Gut, was sehen wir im Tageschart? Sehr schöne Abfolge hier in den Schwüngen. Ja, höhere Hochs, höhere Tiefs. Ja, hier so im April, Mitte April bis Ende April zog sich das ein bisschen seitlich hin, dann kraftvoll. Aber wir sehen auch hier in den letzten zwei Wochen, also seit Anfang Mai, quält sich auch der Nikkei immer wieder schwungvoll mal nach unten, wird dann aber sofort wieder hochgekauft und wir sehen, die Käufer aktuell sind schon noch mehr interessiert daran, Stärke zu zeigen, als dass die Verkäufer jetzt hier Kraft gewinnen. Und dementsprechend bin ich durchaus auch hier der Meinung, dass wir uns auf die, na tatsächlich, das kann ich mal wegnehmen, dass wir uns zügig, wenn jetzt das so weitergeht, zügig auf die 30.000 einstellen können. Das kann in den nächsten zwei Wochen passieren.
Und auch hier kann ich mir vorstellen, dass wir erstmal wieder ein Stück weit runterkommen. Vielleicht nochmal das Niveau von 29.300 testen, wo wir gerade auch angekommen sind, 200, 300, ja, um dann wieder durchzustarten. Und auch hier wäre das durchaus gesund, denn keiner braucht Fahnenstangen, die im Endeffekt irgendwann völlig in sich zusammenkollabieren, wie wir es beim Kollegen Bitcoin ja immer wieder sehen oder auch bei anderen Werten logischerweise, ja klar. Gehen wir in den S&P. Was haben wir hier? Ja, gar nichts. Der S&P zeigt sich müde. Ja, wir sehen einfach hier dieser Widerstandsbereich bei 4.180 Pi mal Daumen, also Roundabout. Ich will jetzt immer Dinges sprechen, aber das bietet sich halt schon an, dieses Roundabout, sei es drum. Ja, Sie sehen, wie sich das hier so lang schiebt über die ganzen Unsicherheitskerzen. Es wurde zweimal wirklich versucht, kräftig nach unten zu verkaufen. Da kam die Unterstützung bei 4.100, 4.050, also 4.070 ist hier, wo der Cursor liegt. Direkt zum Tragen, da wurde hochgekauft. Offensichtlich liegen da Orders oder lagen sie zumindest. So, und jetzt hat man sich in der Woche eben lustlos gezeigt, hat sich vielleicht lieber einen Kaffee geholt und geguckt und gewartet, was es so gibt an Impulsen. Weil hier gab es nicht viel zu holen und das können wir uns auch hier nochmal im Tageschart anschauen. Wir sehen einfach hier die gesamte Woche, schauen Sie das an, auf einem Niveau. Ja, sehen wir auch nicht so oft und das zeigt uns am Ende ganz, ganz deutlich. Na gut, sehen wir schon oft, ja, seit April sehen wir das mehr oder weniger durchgehend. Aber wir sehen eben, hier wartet der Markt einfach auch Impulse. Na, man will nicht verkaufen, man will nicht kaufen, man wartet eben einfach, dass es irgendeinen Grund gibt, mal weiterzumachen. Wir bewegen uns genau in der Mitte von dieser Range, die sich hier so gebildet hat, die nicht wirklich zum Handeln da ist, ja, die bietet sich nicht an. Aber zwischen 4.200 und 4.050, da krebst, anders kann ich es kaum noch nennen, da krebst der S&P so vor sich hin. Und ja, wie geht's weiter? Natürlich wird das irgendwann mal aufgelöst werden. Momentan sind die Chancen schon noch im Gesamtumfeld zu betrachten positiv. Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nochmal diesen Durchbruch gibt über die 4.200. Das mag ein bisschen wackelig sein. Vielleicht kommen wir auf die 4.300 noch hoch. Aber das ist dann fast schon Wunschdenken. Also so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber es wäre so vom Widerstand eigentlich der nächste Anziehungspunkt und durchaus auch logisch und auch sinnvoll herleitbar. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es sofort geht, sondern es kann sich echt über 2-3 Wochen noch hinziehen, wenn überhaupt. Alternativ quält sich das Ganze hier noch weiter seitwärts und wird dann sich irgendwann entscheiden. Und ich gehe davon aus, je länger es seitwärts geht, umso größer wird natürlich auch die Gefahr, dass es dann nach unten abkippt. Ja, schwierige Geschichte. Was macht der Nasdaq? Der natürlich, wie Sie wissen, im S&P drinsteckt. So, der bewegt sich ähnlich seitwärts, hat schon eine größere Tendenz nach oben. Deshalb kann ich auch diese Prognosezeichnung drin lassen, weil wir sehen eigentlich dieses Muster, wie sich es hier seitwärts bewegt und dann eigentlich von der Ende April-Kerze, vom 24. April, Montag, dann eben über die Vorwoche, ja, wo wir diesen Doji haben, der praktisch nicht zu sehen ist. Und jetzt hier so ein kleines Spinning Top, aber alles doch durchaus positiv zu sehen, aufwärts gerichtet, wenn auch wirklich mühsam. Ja. Wir können uns das so vorstellen, als ob da irgendwie einer sagt, Leute, jetzt kommt. Also ganz ehrlich, jetzt macht mal irgendwas. So, und das sehen wir hier, macht mal irgendwas. Und macht mal irgendwas, noch sind aus meiner Sicht die Chancen größer und positiver, dass es weiter nach oben geht. Aber auch hier dieses Gekritzel, was Sie da sehen, dieses Gekrakel über ja, kleinere Strecken, das könnte sich durchaus so hinziehen, wenn es nicht neue Impulse gibt. Und da haben wir in der nächsten Woche ein bisschen Nahrung, ein bisschen Futter. Und je nachdem, wie launig der Markt auch ist, ja, wie soll ich sagen, also wie gerne man auch eine Meinung dann umsetzt, kann man natürlich schon ja, vielleicht erwarten, dass was kommt. Aber es hängt wirklich auch ab von der Stimmung des Marktes, der Marktteilnehmer. Ja, manchmal wird der Elefant zur Mücke und die Mücke zum Elefanten. Wir wissen es halt vorher nicht. Und deshalb gilt es darauf zu achten, was machen die Marktteilnehmer? Haben die jetzt ihren Schlaf hinter sich? Wollen die loslegen? Oder sagen die sich, hey, egal, was die beiden uns erzählen, morgen kann ich auch noch handeln. Ne? So, und dann haben wir eben
den Effekt, dass sich das Ganze noch ein bisschen weiterzieht. Und zu guter Letzt aus den USA, den Dow Jones. Der sieht momentan nicht so rosig aus. Hier bin ich mit meiner Prognosezeichnung auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs. Deshalb bin ich gleich mal raus. Denn hier wird erstmal der Umweg genommen. Und der Umweg bedeutet, wir sind sauber abgeprallt an den 34.400, 500, also 470, 500, 450, so in dem Bereich. Sauber abgeprallt, hängen jetzt gerade an dem Unterstützungsbereich, den ich ja schon mal eingezeichnet hatte, bei rund 33.450. Sind schon mal runtergeduckt auf die 33.000. Durchaus auch eine wichtige Marke. Sie sehen, es hat ja schon immer mal wieder so ein paar Tests gegeben. Letztes Jahr im Februar 22, dann immer wieder mal Mai 22 hier durchgebrochen, im August 22, dann kraftvoll durch im November, dann Anfang des Jahres oder Ende des Jahres 22, Dezember, nochmal getestet, von oben durchgebrochen, im März nochmal wieder durchgebrochen, dann wieder zurück. Also Sie sehen, hier passiert viel um diese Marke 33.000 und jetzt ist natürlich die Frage, hält die in der kommenden Woche? Ja, das heißt, dippt der Markt nochmal da an, bricht nochmal durch, vielleicht durch dieses Tief hier bei 32.600, kommt dann wieder zurück, um dann mit frischem Wind sozusagen nach oben durchzubrechen, über die 34.500, 600, um sich dann auf den Weg auf die 35.280, 35.300 zu machen. Ich meine, wenn wir uns das Bild jetzt so anschauen, durchaus ja auch ein realistisches Szenario. Ja? Also so ist es ja nicht. Aber da muss natürlich der Markt mitspielen. Ja? Das heißt, im Endeffekt ist der Dow Jones jetzt da, wo ich die Märkte auch sehe, nämlich in der Korrektur der vorangegangenen Bewegung, die eben nicht nur zeitlich ist, sondern sich dann auch auf den Preis auswirkt. Und das bedeutet eben, dass es zu so einem Dip kommt, der idealerweise vor dem vorangegangenen Hoch abgefangen wird, um natürlich weiter Kraft zu zeigen, der Käufer, Kraft der Käufer zu zeigen, und natürlich auch wiederum dann den Schwung zu holen, der im Endeffekt zu neuen Höhen führt. Das ist der wünschenswerte Zustand. Alternativ geht es dann im Dow Jones noch einen Ticken weiter. Da stehen dann ganz schnell die 31.600, 500 oder na, was haben wir dann noch, die 32.000 zu Buche, irgendwo in dem Bereich. Na, da haben wir auch schon mal so ein bisschen Kaufinteresse wieder gesehen. Das ist das Alternativszenario. Schauen wir mal, inwieweit sich das dann ausspielt, ob die Käufer zuversichtlich sind oder ob die es tatsächlich ausreizen mit der Korrektur, um noch bessere Preise für die kommende Rallye dann zu bekommen. Denn dass wir eher von weiter steigenden Preisen ausgehen dürfen, ich glaube, es liegt auf der Hand, weil einfach der Markt darauf wartet, dass irgendwas besser wird, ja, weil vieles ist ja schon eingepreist, jetzt muss es halt noch mal besser werden. Zumindest von den Ansprüchen her, und da sind natürlich jede Rede, jeder Auftritt, jede Präsentation herzlich willkommen. Und dann kann natürlich nochmal der Kollege Zufall helfen, um dem Ganzen den Push zu geben. Also so stelle ich mir das vor, und vielleicht ist das ja auch für Sie ein Gedanke, den Sie weiter verfolgen wollen. Ja, dann gehen wir mal in die Einzelwerte rein. Ich habe Ihnen heute mal Coca-Cola mitgebracht, als alles Erstes. Warum? Weil na, unser Kollege Warren Buffett, Kollege, wenn er das wüsste, sei es drum. Also unser lieber Freund Warren Buffett, natürlich als großer Coca-Cola-Aktionär und Freund, ja auch davon ausgeht, dass man Cola auch in schlechten Zeiten trinkt, vielleicht gerade ganz besonders dann, stemmt sich aktuell eben gegen die Korrektur. Ja, jetzt ist es ja kein Tech-Wert, wie wir alle wissen, sondern ist ja eher so ein klassischer Oldschool-Wert, ja, fast schon so ein Blue-Chip. Und unter dem Aspekt ist es durchaus erstaunlich, weil der Dow Jones jetzt wirklich gerade ein bisschen abtaucht, Coca-Cola aber nicht. Und gerade jetzt hier die vergangene Woche, ja, vom 8.5., wir sehen es, da ging es runter, aber jetzt wird schon wieder hochgekauft und es ist eigentlich ganz interessant, hier so vom Tageschart her Aufwärtstrend, dann haben wir hier die Korrektur, ja, können Sie auch zählen, wenn Sie wollen, 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, je nach Zählung oder ABC, wie auch immer. Und wir sehen, dass wir hier am unteren Bollinger Band wieder hochkommen und eigentlich die Tendenz relativ deutlich sichtbar ist, dass der Weg nach Norden eingeschlagen wird. Ja, das sehen wir hier. So, und damit stehen wir hier kurz vor dem Durchbruch bei rund 65 Dollar. Und so wie sich das aktuell darstellt, kann ich mir auch vorstellen, dass der Markt da drüber kommt und dementsprechend Coca-Cola an Wert gewinnt. Und
ja, vielleicht, sagen wir mal, auf die 65, 66 geht, dann ein bisschen nachdippt, vielleicht nochmal den Ausbruchsbereich testet, um sich dann, und dann können wir, na, der Blick nach links hilft ja immer, um sich dann eben auf den weiteren Bereich hinzubewegen, auf die 67, von dort nochmal kommt. Ja, also das wäre so eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen kann, und vielleicht auch so eine Idee, wenn es eben tatsächlich ein bisschen mehr rappelt, ob die Leute tatsächlich weiter Cola trinken oder vielleicht günstige Burger essen müssen. Ja, man wird sehen, aber das sind sicherlich so Werte, wer dann damit ein bisschen arbeiten möchte, kann sich die ja gerne mal weiter anschauen. Und dazu passt im Endeffekt auch Walmart, denn wo wird Coca-Cola gekauft? Unter anderem auch im Walmart. So, klar. Und egal, wie die Zeiten sind, Zinsen hoch, Zinsen runter, Inflation hin oder her, irgendwas müssen die Menschen ja essen. Und das kaufen sie natürlich in den Supermärkten. Und Walmart profitiert logischerweise davon. Vielleicht nicht immer mit den größten Margen, aber irgendwas wird schon hängen bleiben. Und das sehen wir eben auch hier, ja, dass einfach Walmart sich auch hier relativ robust zeigt gegenüber den Schwächen, die wir aktuell in den Indizes sehen. Und es im Endeffekt nur eine Frage von Tagen ist, dass Walmart hier durchbricht über die 154, 35 auf die 100, 155 grob und sich dann aus meiner Sicht relativ zügig auf die 160, vielleicht aber auch darüber direkt machen kann, weil einfach der Chart es hergibt und ich glaube, es ist relativ ersichtlich, dass das der nächste Schritt ist. Und jetzt können wir überlegen, angenommen, es gibt eben wirklich auch gute Zahlen oder gute Stimmung, die Indizes bewegen sich wieder, dann ist natürlich so eine Aktie, die schon, wenn es ein bisschen schwierig wird, kraftvoll ist und Kraft zeigt, die wird dann natürlich nicht unbedingt an Kraft verlieren, sondern das ist hier für mich das bevorzugte Szenario. Und zu guter Letzt gehen wir in Apple rein, vergrößere auch gleich schon. Und die letzte Woche, weil die letzte Woche oder die vergangenen Tage einfach so lahm waren, dass praktisch die Kerze nicht sichtbar ist, wir kleben zwischen diesen beiden Linien, 100, was haben wir hier, 171,55, 174,50, 174, glatt, 174,20 wird es gerade hier angezeigt, wo meine Maus ist. Also da hängen wir fest. Und der Punkt ist im Endeffekt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Es kann tatsächlich sein, dass dieser Doji Spinning Top Reißzwecke, ne, nennen wir es wie Sie wollen, einfach schon zeigt, dass die Käufer den Mut verloren haben und es tatsächlich ein Umkehrsignal sein kann, Umkehr in dem Sinne von Korrektur, ja, die dann ziemlich schnell auch auf die 155 gehen kann. Warum? Weil hier wirklich kaum Haltepunkte sind. Es mag halten bei 161. Es mag auch halten bei rund 165, aber es kann auch genauso runtergehen auf die 155 oder alternativ, und das ist natürlich die Idee vom letzten Mal auch gewesen und auch schon die ganze Zeit, dass dieser Doji, dieses Durchschnaufen tatsächlich zum Luftholen gedacht ist, um dann nochmal durchzustarten, dann wäre das natürlich so ein Einstieg mit einem ganz interessanten Chance-Risiko-Verhältnis, da kann man nämlich den Stop-Loss aus dem genannten Grund auch darunter legen unter den Doji, also dann unter die 171 ein bisschen, um dann auf die 182 oder 180 zu spekulieren, hat man durchaus ein ganz interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn wir uns das mal im Tageschart angucken, wird auch deutlich, warum das sinnvoll sein kann, weil wir hier eben die Range haben und innerhalb dieser Range oder unterhalb der Range will man eben einfach nicht mehr long sein und oberhalb der Range will man einfach nicht mehr short sein. Ja, so einfach ist das. Dementsprechend ist der Stop-Loss dann durchaus sinnvoll aufgehoben, auch wenn er natürlich recht aggressiv ist, nur das ist eine der Möglichkeiten, wie wir halt irgendwie ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis rausarbeiten können. Tja, das ist dann der Punkt dabei. Gut, damit haben wir schon eine Woche, die jetzt letzten Endes einige Fragezeichen auf sich zieht oder mit sich bringt, die auch dann ja wieder mal entscheidet zwischen Hop oder Top. Also geht es eben jetzt tatsächlich nochmal weiter oder verlassen die Käufer das Schiff, ja, geht der Mut weg, braucht der Markt Sauerstoff in der Höhenluft. Das wird sich zeigen, es wird sich zwangsläufig irgendwann auflösen. Vielleicht sind jetzt schon die Reden von Lagarde am Dienstag und am Freitag und von Powell am Freitag schon entsprechend die Katalysatoren, die einfach den Richtungsentscheid bringen können. Ich bin nach wie vor eher positiv gestimmt für die Märkte. Ich sehe aber auch, dass das Ganze sich wirklich sehr, sehr qualvoll abspielt, und zwar für alle Beteiligten.
und damit im Endeffekt auch so ein bisschen die Frage im Raum steht, wenn es einen weiteren Anstieg gibt, wie nachhaltig ist der tatsächlich, wie ernsthaft ist das noch gemeint oder ist es einfach nur noch Ergebniskosmetik, aber man weiß irgendwie, es ist erstmal die Luft raus. Das wird sich zeigen. Wenn Sie das Ganze mögen, wenn Sie mir gerne zuhören, dann geben Sie mir gerne ein Like. Und ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare. Also geben Sie ruhig da Kommentare mit dazu. Dann habe ich ein paar Diskussionspunkte. Und vergessen Sie natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren von Swissquote, die Playlist Marktwoche und Fast of Forex, wenn Sie mögen, zu abonnieren. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich eine gute Woche. Ich freue mich, Sie am Donnerstag morgen wieder begrüßen zu können. Dann aus Rio de Janeiro. Freue mich jetzt schon drauf, ja, da ist es ein bisschen wärmer, da herrscht der Sommer, ewiger Sommer fast, ja, die haben auch Winter, aber ja, der ist noch nicht da und dementsprechend sehen wir uns von dort. Ihnen erstmal alles Gute und bis dann, Ihr Wieland Arndt.